Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich ein Video zu der Lidl-App mache, weil eine haben ja gefragt und dann habe ich gedacht, ich mache erstmal, bevor ich ein Video zur Lidl-App mache, mache ich mal ein Video zu den Einkaufs-Apps, die ich überhaupt habe und nutze. Und im Anschluss dann die zur Lidl-App. So. Ich habe hier halt meine ganzen Shops, wo ich ab und zu mal einkaufe. Also die ganz normalen, die ihr halt auch kennt. Amazon, dann Amazon Underground, Amazon App Store, Alexa, Spock, Otto, eBay Kleinanzeigen, Kindle Dingsbums, weil ich bei Amazon auch ab und zu schon ein gratis Buch abgestaubt habe. Also so ein Kindle Ding haben sie ab und zu gratis. Ich habe da irgendwie Rezepte und jetzt irgendwie Geschichten drin oder so. Irgendwelche, keine Ahnung, Märchen oder so. Mediamarkt und John. So. Und das sind meine Kauf-Apps, also von meinen Läden, die wir hier haben. Also da, wo wir regelmäßig sind. Bei Rossmann seht ihr, da steht 88 gerade. Das heißt, ich habe 88 Dinger noch nicht angenommen. Das funktioniert dann einfach so. Ich habe hier bei Rossmann dann Coupons, die ich aktivieren kann. Und wenn ich die Sachen dann kaufe, ja, dann kann ich die Rossmann-App vorzeigen. Das funktioniert ganz einfach hier, seht ihr ja, ich mache das einfach mal ja durchgehend weg aktivieren. So, jetzt haben wir nur noch 72, 3, ach nee, ich habe schon 74 drin, okay. So geht das einfach, ja. Rossmann App, muss ich sagen, habe ich jetzt erst vor kurzem drauf gemacht. Ich habe damit noch nicht irgendwie bezahlt, gekauft oder sonst irgendwas dergleichen. Die habe ich mir auch noch so gar nicht angeguckt. Ja, ich habe nur gesehen, was das hier später erinnern, dass es hier irgendwelche Gratis-Dinger gab, also Coupons und dann hier halt diesen Baby-Club, also die Babywelt von Rossmann. Ja, da haben wir hier zum Beispiel Windeln oder hier Quetschies und die kann man dann halt hier auch so aktivieren. So. Und da waren meine Daten. So, dann habe ich mir im gleichen Atemzug hier Kaufland runtergeladen. Da ist auch, da werden aber nur Rabatte angezeigt. Also hier ist nichts zum Aktivieren. Ich kann mir aber auch einen Einkaufszettel machen, kann das jetzt hier auf dem Einkaufszettel hinzuschreiben oder so und kann halt sehen, was in den nächsten Tagen hier bei Kaufland im Angebot ist. Und kann dann meinen Wocheneinkauf gezielt danach richten, was hier irgendwo gerade ist und welchen Tag wo was ist und hole mir das dann halt dementsprechend. Deutschlandcard ist einfach nur die Deutschlandcard-App. Da kann ich jetzt hier auch meine Coupons aktivieren. Das sind halt hier Online-Punkte. Wieso muss ich denn das jetzt hier alles nochmal machen? Bin ich doof? Los geht's. Ich hatte das eigentlich schon gemacht. Also hier kann ich jetzt einfach Dreifachpunkte aktiviere ich. Ja, und dann zeigt er mir auch die Filiale in der Nähe an. Aber ich brauche halt einfach nur aktivieren. Und dabei ist jetzt vollkommen egal, ob ich jetzt mit der App bezahle, mit der Netto-App. Also ja, bei Netto geht ja die Netto-App. Oder ob ich die Netto-Karte vorzeige, was eigentlich die Deutschland-Karte ist. Wenn wir jetzt hier so etwas wie Online-Shop haben, hier musste über den Link reingehen in den Shop. Also nicht einfach auf booking.com raufgehen und weil man Deutschland-Card hat, kriegt man dann Punkte. Nein, man muss über diesen Link und dann kann man seine Reise oder bei Netto Online oder irgendwo hier in Marktkauf, Fünffachpunkte oder hier Gotha, da kann man dann halt einige Sachen aktivieren. Man muss aber über die App oder über die Webseite von Deutschlandkarte auf die andere Seite kommen, damit das gemerkt wird und dass man die Punkte bekommt. So, dann logischerweise die Netto-App an sich. Da werde ich halt die Filiale hier, wo ich immerhin bin, pixeln. Da haben wir hier aktuelle Angebote. Also da ist die Netto-App leider noch ein bisschen zurück mit den aktuellen Angeboten.
Da muss Netto echt ein bisschen mehr aufholen, um ein bisschen technisch vorankommen. Ich sehe das zwar hier und muss dann halt die App vorzeigen und dann wird das abgebucht, aber ja, das ist immer irgendein Code, den ich regenerieren muss. Hier kann ich mir zum Beispiel gerade vierfach, zehnfach Punkte aktivieren und hier auch nochmal. Das mache ich immer mit. Da haben wir hier unter dem Prospekt. Ja, und dann irgendwelche solche Angebote. Und hier haben wir dann auch Sachen, die wir einfach so aktivieren können. Das ist aber total wenig. Und wenn ich dann bezahlen will, dann gehe ich hier oben einfach rauf und sage, nee, das haben sie ja umgeändert. So, gehe einfach hier an Kasse. So, und gebe dann hier meinen PIN ein. Und dann kriege ich einen PIN und damit kann ich einkaufen. Wir haben hier auch ab und zu bei Rabattcodes und so Sachen, die wir aktivieren können, wo dann heißt, kaufe für 50 Euro ein und kriegst 5 Euro geschenkt. Ja, und dann kann man halt an die Kasse gehen, dann krieg ich einen Code, den gebe ich dann an der Kasse, zeige ich das Handy vor, geben die ein, bumm, oder und dann wird es automatisch verrechnet. Ich kann hier auch mit PayPal zahlen, den finde ich halt ganz toll. Da muss Lidl halt noch nachziehen. Ja. Und dann habe ich halt die Lidl-App. Die Lidl-App werde ich nachher noch komplett mit euch durchgehen. Da möchte ich gerne ein einzelnes Video zu machen, weil die Lidl-App, die Lidl Plus-App, die ist ein Pilotprojekt im Land Brandenburg und Berlin. Ja, noch nicht in anderen Bundesländern. Das kommt alles noch. Hoffe ich doch. Ich wollte euch einfach nur mal so einen kurzen Einblick geben, was für Shopping-Apps ich auf dem Handy habe, weil viele nachgefragt haben, weil ich mache auch von unterwegs viel. Oder wenn ich gerade beim Arzt sitze oder mit Frau, bei Frauchen oben sitze oder wir sind bei Oma oder so, mir fällt was ein. Oder Frauchen sagt, ja, siehst du, das haben wir neu gebraucht, das haben wir letztens vergessen. Hier gleich auf Amazon, sucht das, kaufen, fertig. Ja, ich lade ja mein Amazon-Konto immer mit Gutscheinkarten auf, so dass immer was da ist. Und dann kann ich jederzeit, wenn es nicht so große Beträge sind, kommt nur drauf an, was ich gerade drauf habe, kann ich dann runterladen. Dann habe ich noch die Aldi-Emoji-App gerade runterladen, da teste ich gerade ein bisschen was. Aber die lösche ich gleich wieder, die ist ein bisschen langweilig. Das kannst du halt nur mit den Emoji irgendwelchen Spiele spielen und so, aber pff, naja. So, das soll es jetzt zu meinen Apps gewesen sein. Ich kann euch ja noch mal kurz. Wo ist meine Hauptseite? Hier. Das ist ja die ganz normale. Hier habe ich erstmal alle. Auf der ersten Seite habe ich die ganz normalen Apps drauf. Ja, das ist halt alles, das, was im Handy schon mit bei war. Kalender, Musik und so was alles. Das habe ich hier alles raufgepackt. Ja, das ist, habe ich hier schön gebündelt, alles. Das mag ich eher. Dann habe ich die Google-Umfrage-App. Da kannst du bei Umfragen mitmachen. Ich habe jetzt gerade für 4,99 die Blitzer Plus App gekauft, deswegen habe ich nur noch 61 Cent drauf. Sind auch momentan keine Umfragen. Nö. So, dann habe ich hier alles, was mit meinem Home Control und E-Mail zu tun hat. Und Kamera, weil das ist meine Hauptseite eigentlich. Nee, die nächste ist meine. Nee, das ist meine Hauptseite, weil die leerer ist. Die muss ich aber auch noch ein bisschen entschlacken. So, und da habe ich dann halt oben Musicast. Das ist die ja, Yamaha Musicast App. Dann kann ich euch auch zeigen. Ich habe die Sachen ja an. Außer im Badezimmer ist, glaube ich, gerade der Stecker raus von der Box. Alexa? TV on? Wieso ist denn Alexa so leise? Muss ich mal nachher machen, die ist eigentlich lauter. So, und jetzt werdet ihr hier sehen, Wohnzimmer ist an. Habe ich auch schon wieder Updates? Nee, was ist neu? Wohnzimmer. Firmware aktualisieren. Firmware ist aktuell. Ja, man kann die Bilder halt aussuchen, die denn da sind. Also man kann die halt bearbeiten. Ich habe jetzt halt hier passende Bilder dazu gewählt, zu Badezimmer, Küche und Wohnzimmer. Und dann habe ich hier halt meine Sachen, die ich auswählen kann. TV, Bluetooth, Server, Radio, also Online-Radio,
Spotify. Ja, aber Spotify ist, glaube ich, nur Premium oder so. Die Sachen nutze ich alle gar nicht. Ich nutze eigentlich nur TV und Bluetooth und ab und zu Server, dann greift er halt das vom Home-Netz ab. Ja, hier oben habe ich dann auch noch Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt hier auf TV gehe, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, laut leise zu machen. Hier unten habe ich meine App für meine Hintergrundbeleuchtung, also für mein Ambilight drinne, dass ich da mal schnell drauf zugreifen kann. Also kann man eine App reinpacken und ich habe gedacht, die ist halt am besten. Und dann kann ich aber auch sagen, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bin gerade am Putzen, ich möchte halt auf die Küche, Badezimmer geht jetzt gerade nicht, da ist kein Stecker drin, die ist von der Steckdose getrennt, kann ich das, ne, so. Was ich hier jetzt höre über Alexa zum Beispiel oder Amazon Music, kann ich dann halt gleich auf die Küche wiedergeben. Hab hier die Möglichkeit, das auch separat laut und leise zu drehen. Hab auch den Equalizer separat Möglichkeit, das separat einzuschalten und einzustellen. Man kann das aber auch jederzeit wieder rausnehmen. Ja. Und da kann ich halt alles, was ich zum Beispiel in der Küche, das Radio... Hier haben wir dann halt das Radio drin, Tuner. Das könnte ich dann halt auf Tuner machen und könnte das dann halt auf Wohnzimmer widerspiegeln und so weiter. So, dann habe ich hier logischerweise Dream Screen. Das ist meine App für das Ambilight. Wie ihr jetzt seht, das leuchtet jetzt hinten. Und wenn ich jetzt hier off mache, ist aus. Und wenn ich wieder Video mache, ist an. So. Und da habe ich jetzt halt Fire TV dran und den 4K-Player. PlayStation ist nicht direkt dran. Da bin ich gerade noch am gucken, wie ich das am besten mache. Aber ich habe da schon eine Idee. So, dann habe ich hier mein Devolo Home Control. Da habe ich jetzt meine Steckdosen drin. Da habe ich, also alles was von Devolo ist, werdet ihr da gleich sehen. Hier habe ich dann so eine Übersicht. Hier ist der Akku leer, da, bei meiner Tochter im Kinderzimmer muss ich noch nachfüllen. Beim Wassersensor ist auch die Batterie leer, die habe ich mir hier schon rausgenommen. Da ist so eine dicke drin, die muss ich noch holen und dann wieder reinmachen. Bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Ja, das war vorige Woche. Fernbedienung, die liegt auf dem Tisch, da sind auch die Batterien jetzt leer geworden. Ja. Und dann Wohnzimmersteckdose, Kinderzimmersteckdose, krieg ohne E-Mail, wenn da irgendwo was an ist. Dann habe ich hier noch, kann man hier noch die Einzelübersicht machen. So, dann habe ich noch Magic Home. Das ist von meinem LED-Band, was ich um ein Bild rum habe. Das ist, ja, über Alexa gesteuert, aber da gibt es halt eine App und da kann ich das halt sagen, dass ich das machen will. Ich habe auch in Alexa was eingestellt, das werde ich euch auch gleich zeigen. Na. Dann haben wir noch normal Devolo. Ja, da haben wir dann halt hier Home Control. Da kommen wir dann zu Home Control, Wohnung. Und dann kommen wir darüber hin, da wo wir eben schon waren. Ich kann aber auch sagen... DLAN, also Webcams habe ich jetzt keine drinne. Und da wird mir jetzt hier Fritzbox angezeigt. Hoppala. So. Ich muss mal. So. Da wird mir die Fritzbox angezeigt. Also diese Station habe ich einfach Fritzbox genannt, weil sie an der Fritzbox ist. Also das ist die Basis. Mehr wird mir jetzt hier, das Home Control wird mir noch angezeigt. Jetzt fragt ihr euch, warum wird denn das andere nicht angezeigt, das andere DLAN? Ja, weil die Stecker aus sind. Ich habe es im Schlafzimmer und im Kinderzimmer und die Steckdosen sind einfach aus. Und dadurch, die sind an einem Verteiler dran. Man soll es nicht an einem Verteiler machen, aber es funktioniert wunderbar. Und es gibt keine andere Möglichkeit, weil der Platz zu begrenzt ist, dieses Ding da ranzumachen. Deswegen, es hat nur ein Kabel gepasst. Deswegen muss ich das dann über einen Verteiler machen. So. Aber es funktioniert. Meine Gigagate, die da unten steht, die wird komischerweise da nicht angezeigt. Im normalen Devolo Cockpit wird sie angezeigt. Also Devolo Cockpit auf dem PC. Ja. Quatsch. Da, das ist die App vom Staubsauger, da habe ich Stream drin, zur Basis zurück und Start. Und Start habe ich halt gesagt, wie schneller, mit welcher Stärke der saugen soll und was weiß ich alles. Hier haben wir dann halt, kann ich ihn steuern, kann halt auch irgendwas auslösen. Timings, die habe ich jetzt hier alle aus, die musste ich jetzt mal
Oh, da habe ich ja sie, habe ich das gar nicht an. Warum habe ich denn das nicht an? So, dass er automatisch auch zur Dogging Station fährt, falls er das mal nicht gemacht hat. Oder falls er gerade da noch mit bei sein sollte. Ich habe gesagt, er soll wirklich alle 45 Minuten zur Dogging Station zurückfahren. Nicht, dass irgendwo sich irgendwo festfährt, aufhängt und Akku leer wird. Und dann so ist er alle 45 Minuten an der Dogging Station für 3 Stunden. Da ist definitiv der Akku voll. Und dann kann er wieder 45 Minuten rumfahren. Ja, so habe ich das gemacht. So, dann haben wir hier halt logischerweise Amazon Music und Spotify. Dann PayPal, meine Bank und Google Pay. Dann Kamera, brauche ich ja nicht anklicken. Wisst ihr ja, 1&1 ist meine E-Mail für, ja, ist meine eine, also eine von meinen E-Mails. Gmail halt wegen YouTube und allem drum und dran. Und Outlook halt meine private E-Mail-Adresse. Hier habe ich dann alle so rund, wo ich mit euch in Kontakt stehe, außer Oral-B, das hat da gerade noch hingepasst, das hat hier irgendwo nicht mehr hingepasst. Also YouTube Studio, YouTube, Twitch, Discord, Facebook Messenger, Facebook Seitenmanager, den nutze ich aber momentan gar nicht mehr, den könnte ich eigentlich demnächst so löschen. Ich mache das alles über den PC. Ich hatte es früher mal darüber benutzt, aber das ist dann einfach immer zu umständlich gewesen. Instagram, Twitter, kennt jeder, Telegram, Threema, Vevo, Vero, das ist halt, das stand halt noch, ist es gratis, wenn man sich jetzt anmeldet, bleibt es für einen gratis, auch wenn es dann irgendwann mal Geld kommt, ist irgendwo so eine Art All-in-One-Ding, sowas wie Instagram, Twitter, Facebook, alle zusammen eben. Ja, irgendwie sowas in der Art von irgendwelchen Saudis, glaube ich, ist das. Ja, aber egal. Und da habe ich mich angemeldet, weil es gratis ist und um meinen Namen zu sichern. Oral-B ist halt von meiner Zahnbürste. Da kann ich halt einstellen, wie die Zähne geputzt werden sollen. Ja, hier hatte ich ein bisschen zu sehr aufgedrückt, ja. HP-Drucker. Das kann deinstalliert werden. Das brauche ich nicht. Ich habe keinen HP-Drucker. So, dann habe ich hier die App Oje, ich wachse. Die hatte ich ja schon mal gezeigt, oh je, ich wachse. Die hat meine Frau und ich. Die ist echt toll. Da erfahren wir, wann der nächste Sprung. Also gut, dass du gerade da bist. Wir haben, Juna hat nächste Woche wieder einen Sprung, Montag. Der ist immer im Sprung. Der hat mir aber die App gesagt. So. OneDrive ist halt meine Drive, meine Cloud. Und Streamlabs bin ich, will ich demnächst, habe ich mir runtergeladen, das will ich demnächst mal testen. Damit kann ich auch über Handy streamen. Muss ich mir aber erstmal angucken, inwiefern das funktioniert. Weil da sollen dann wohl über Handy auch die Donation angezeigt werden und dann kann ich die Felder irgendwie anders machen und den Chat von links nach rechts machen. Irgendwie. Ich hab mich damit aber noch nicht beschäftigt. So, dann haben wir. Meine Tochter hat ihr Spielzeug gerade runtergeschmissen. Deine Keksdose liegt doch da. Dann haben wir hier WT2. Nee, das ist eine Festplatte, die ist teuer. Die kriegst du nicht. Dann haben wir hier WT2 Plus, das ist die Translator-App. Die sind jetzt gerade nicht angeschlossen, aber da habe ich ja ein Video zugemacht. Da brauche ich jetzt nicht extra noch was sagen. Dann hier ein Spiel und dann von Oral-B ein Spiel. Die habe ich beide noch nicht gespielt. Mein Antivirenprogramm, ich bin bei AVG. Also ich habe das große Megapaket mit TuneUp und für so viel Handy. Nee, 10 Handys, 10 PCs oder so, ich weiß es gar nicht, oder so viel wie ich will, keine Ahnung. Was haben wir hier noch drin? Ach so, hier sind meine Netflix-Apps, wo ich halt die neuesten Nachrichten über Netflix erfahre. Dann sind hier meine Tank-Apps, McDonald's und Pizza.de. Habe ich einmal benutzt, Pizza.de vor einem Jahr oder so. Und McDonald's gucke ich ab und zu mal rein, da kannst du dann halt immer was Gutes erfahren. So, der Lemminger habe ich auch noch nicht gespielt. Body Fast habe ich mir runtergeladen, den hat mir Heinz empfohlen. Das ist für das Heilfasten, Teilfasten irgendwie. Teilfasten, oder? Intervallfasten, genau. Aber habe ich auch noch nicht großartig benutzt. Dann habe ich hier noch ein paar Spiele. Ja, Dr. Mario, am Anfang war gratis, jetzt verliert man auch Leben und so. Das muss ich mal gucken. Ja, Simon's Cat habe ich immer gespielt. Dann kam das andere Simon's Cat dazu. Ja. Dann hier die PlayStation-Apps. Da ist auch die Steuerung für Erika mit bei und ist QuizTime und so. Dann hier auch so Apps für Jogging, also für Körper und
keine Ahnung, Schrittezähler, alle drum und dran und wegen Essen und wie viel Kalorien und was weiß ich. Dann sind die für das Auto, also OBS, dass ich, OBD-Tool, dass ich halt bestimmte Sachen vom Auto auslesen kann über das ODB-Ding, das habe ich ja unten dran. Judging, das ist, was war das? Ach so, da konnte ich auch noch irgendwas einstellen. Und EasyCon, das ist dann halt, wird die Benutzeroberfläche größer gemacht, dass ich, wenn ich das Handy irgendwo da habe, größere Icons habe und besser bedienen kann. Ja, wenn ich das mit Autoradio koppel, dann greift das Autoradio hier auf meine Videos, Musik und alles hierzu. Dann ganz normal die ganzen Google-Apps, die kennt ihr ja, und halt diesen Authentifizierungs-Dingsbums da. Dann sind das die Smart-Apps, also App to Fire, um Sachen vom Handy auf Fire TV und von Fire TV auf Handy zu übertragen. Die Fire TV-App, One Remote, damit kann ich auch Fire TV steuern und so ja einzelne Apps im Fire TV anmachen über das Handy. Smart Remote kann ich Fernsehen mit steuern, habe ich alles schon eingestellt, ist aber ein bisschen umständlich, nervt ein bisschen. Smart Weave, das ist halt von Samsung direkt zum Steuern vom TV. Paar Vodafone-Apps, also die nötigsten, die anderen halt alle runtergeschmissen. Ach, hier Microsoft Launcher habe ich noch. Hier UFO habe ich mal ein bisschen getestet. Das ist ein gratis VPN für Handy gewesen. Habe ich mal ein bisschen rumgespielt. Irgendwelche Sticker, hier habe ich irgendwie 1&1 Control Center. Dropbox nutze ich nicht mehr. Die wollen ja jetzt auf jeden Fall Geld haben und so. Also habe ich alle hier einfach mal so renierklatschen in den Ordner. Divo kennt ihr ja, habe ich ja schon vorgestellt, von diesem, wo man den Bildschirm einstellen kann. Die Aldi Emoji App, dann Imo, da kommt dem nächsten Video dazu. Oder wenn ihr das Video seht, ist das Video wahrscheinlich schon gekommen. Zu der Überwachungskamera. Dieses MyPhone Exe, diese Dreie mit dem, also alle Dreie. Und steht so. Also meine, man sieht sie. Oh. Aber meine Schulter ist da, man sieht sie nicht gut. Sieht man meine Maus? Ja, diese drei hier mit diesem Kreis, ja, die gehören zusammen. Die sorgen dafür, dass ich die Bildschirmübertragung auf dem PC machen kann, dass ihr das hier alle so sehen könnt. So. Dann Blitzer Plus habe ich die... Was nu? Die will dahin. Ich bin ja gleich fertig. So, Position gefunden. Das ist halt eine Blitzer-App. Ich habe halt diese Pfeile durch ein Smiley ausgetauscht und so. Position ungenau. Suche Satelliten. So, hab mir da die Pro-Variante, also die Plus-Variante geholt mit weniger Werbung oder gar keine Werbung und schnelleren Updates und so was alles. Dann, das hatte ich ja schon am Anfang gezeigt, das hatte ich auch gezeigt, aber ich will euch mal Alexa noch zeigen. Ich habe hier meine ganzen Geräte. Ich weiß, dass du klettern willst, Maus, ich vergib jetzt gerade nicht. So, gehen wir mal auf Wohnzimmer. Hier habe ich Fire TV Cube und Soundbar und manche Sachen stehen doppelt drin, weil manche Sachen hier als einzelne Sache drin sind, manche werden über Cube Rinne setzt, also weiß ich nicht warum, aber es ist halt so. Und ich kann hier auch Szenen erstellen. Szenen. So. Und hier habe ich eine Streamen und Stream war nicht. Stream Vorbereitung war das doch irgendwo. Streamen. Okay. Passiert aber nichts. Normalerweise, ich hatte hier noch eine drin, Stream vorbereiten. Stream vorbereiten. Okay. Ja, jetzt ist das Licht an. So. LED Wohnzimmer aus. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen L, E. LED Wohnzimmer aus. Habe ich das anders benannt? Es kann nur sein, dass ich das schon wieder umbenannt habe. Hm.
LED aus. Ach, jetzt hat es geklappt. Okay. Ich habe es nur in LED umbenannt. Bei Google heißt es noch LED-Wohnzimmer, genau. Und da hat man dann halt hier seine Räume und ja, seine verschiedenen Geräte. Schlafzimmer habe ich halt, ich habe Badezimmer, Küche, Wohnzimmer. Schlafzimmer habe ich jetzt nicht und Kinderzimmer habe ich jetzt nicht. Da sind überall auch noch Fire-TVs drin und so. Und Funksteckdosen, die habe ich jetzt nicht eingestellt, die Räume. Aber ich habe halt die Szene gemacht, Stream vorbereiten. Und wenn die da dann irgendwann mal Deutsch ist, die da hinten, dann brauche ich einfach nur sagen, Alexa, Stream vorbereiten. Und dann geht hier das Licht auf 100% in Gelb an und dann kann losgehen. Und ich brauche hier nicht mehr irgendwie was umschalten. So, dann hier auch, Garten ist ein Spiel. Ja, und dann sind wir schon durch. Ja, und unten in die Schnellstartleiste habe ich halt Telefonbuch, Kontakte, Chrome und WhatsApp. Ja. Das sind meine Apps, die ich drauf habe. Ja. Also ich wollte eigentlich nur die Einkaufs-Apps machen, aber jetzt habe ich gedacht, machst du mal gleich alle durch, weil fragen ja öfters, welche Apps hast du drauf. Jetzt seht ihr, welche Apps ich drauf habe. Ich habe auch ein bisschen was dazu erklärt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr da noch Fragen habt, also erstmal ein Däumchen gern, Träumchen war. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich werde euch die Fragen natürlich beantworten. Dann bis zum nächsten Mal. So, ich vergesse immer, ich gucke mal oben, ob man mich sieht. Und dann, aber Kamera ist ja da. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Das hat euer Odin.